So, regenerativer Ackerbau, Bodenaufbau mit stabilen Erträgen, ein sehr ambitioniertes Titelthema. Und für eine halbe Stunde versuche ich jetzt mal zu zeigen, erstens, was ist es überhaupt? Zweitens, wie macht man es? Drittens, was passiert dabei eigentlich? Halbe Stunde heißt, das ist knapp gefasst. Demzufolge lasse ich möglichst viele Dinge offen und die können dann hinterher in Fragen noch gestellt werden. Ja, Moment, das gehört hier raus. Das gehört rein. Wir haben hier einen Gemeinschaftsstand für das Kooperationsprojekt Regenerative Landwirtschaft. Das ist der A12, da vorne, wo die Züchter sind. Nicht da hinten, sondern da vorne. So, an diesem Gemeinschaftsstand steht die Frau Dr. Ingrid Hörner, ist gerade nebenan auf dem Acker, und macht Blattsafttests. So, kann man diese Wassermessgeräte hier verwenden, die sind aus der Umwelttechnik, ganz einfach, schön klein. Man kann damit aber auch Bodenaufschwemmung unter den Pflanzen messen. Also da, wo die Pflanzen ihre Nährstoffe herholen, nimmt man Erde, schwemmt das auf mit Aquatest und misst dann, ganz einfach. So, und von den 4 Messgeräten interessiert mich jetzt die Leitfähigkeit, Conductivity heißt das, und die liegt bei 153 Mikrosiemens, das heißt 0,15 Millisiemens. Das ist ein Maß dafür, wie viele Nährstoffe da unten im Boden für die Pflanze zur Verfügung stehen. So, Nährstoffe in gelöster Form sind Salze. Salze verändern die Leitfähigkeit im Wasser. Und so simpel kann man feststellen, ist was da oder ist nichts da. Das Gleiche mache ich natürlich auch mit dem Saft der Pflanze. So, und da sehe ich, hier ist wieder Electric Conductivity, 4,9, jetzt nicht Mikro, sondern Millisiemens. Und wenn ich das berechne, dann ist das über 30 Mal mehr in der Pflanze an Nährstoffen, an gelösten Nährstoffen wie im Boden. Wie geht das denn? Wie macht die Pflanze das, dass die 30 Mal mehr hochziehen kann, wie unten drin ist? Die Frage möchte ich jetzt mal offen lassen und gleich mal weiterreichen an die Uni Witzenhausen. Wo ist sie? Wo seid ihr Studenten? Schreibt es euch auf, das ist eine Masterarbeit. Sie nehmen die Nährstoffe in Interaktion mit ihrem Bodenleben auf. Oder andersrum, je weniger Bodenleben drin ist, umso weniger Nährstoffe kann die Pflanze aufnehmen, egal ob sie drin sind oder nicht, weil diese 30-fache Aufkonzentrierung eine Interaktion ist von Pflanze und von Bodenleben. Dadurch wird die Wurzeloberfläche etwas größer, was logischerweise bei der Nährstoffaufnahme ein sehr hilfreicher Faktor ist. Vieles läuft dort über die Bodenatmung. Die Bodenatmung sind letztendlich Stoffwechselprodukte, genauso wie bei uns Menschen, die durch den Abbau von Kohlenhydraten entstehen, also CO2, wie in der Brause drin. Und dieses CO2 ist ein Pflanzennährstoff, entsteht also durch mikrobielle Aktivität. So, das CO2 aus der Atmosphäre ist irgendwann mal da unten entstanden und dann sich so langsam nach oben verflüchtigt. Also, Pflanzen nehmen Nährstoffe in Interaktion mit dem Boden auf, zuerst eben das CO2, um ihre eigene Biomasse zu bilden. Sie nehmen aber eben auch Kalzium und Magnesium durch Interaktion mit Bodenleben auf. Und zwar genau durch diese Bodenatmung werden die wasserlöslich. Oder wieder andersrum, um es zu verdeutlichen, ich kann eine Menge Kalk düngen. Ohne Bodenleben passiert nichts. Einfach nichts. So, wenn ich aber den Boden im Leben gehalten habe, entsteht durch die Bodenatmung dieses Calcium- oder Magnesiumbicarbonat. Das ist halt 120-fach besser wasserlöslich im Falle von Calciumcarbonat. Geht in Lösung und die Pflanze kann ran. Stickstoff, Phosphor und Schwefel nimmt die Pflanze auch am liebsten in organischer Bindung auf. Und zwar in Form von Aminosäuren und Eiweißen. So, nicht zuletzt, die metallischen Mikros nimmt die Pflanze auch wieder auf in organischer Bindung. Und zwar werden die chelatisiert durch mikrobielle Stoffwechseltätigkeit. Chelate sind diese Eiweißmoleküle, wo in der Mitte ein Metall drin ist. Und wie gesagt, erst in dieser Form kann die Pflanze was damit was anfangen. Diese Nährstoffe kann sie nach Bedarf aufnehmen. Warum nach Bedarf? Warum ist das so wichtig? Wir haben Tag, wir haben Nacht. Was nimmt sie nachts auf? Na, so berühmt viel nicht. Scheint ja keine Sonne.
Frühmorgens ist der Nährstoffbedarf gering, mittags, wenn die Sonne scheint, also sehr viel Energie zum Verstoffwechseln zur Verfügung steht, braucht zu viel. Abends lässt das wieder nach, ist wie mit uns Menschen. Das heißt, der schwankende Bedarf wird irgendwie gesteuert, das macht die Pflanze nämlich selber. Sie steuert es, indem sie ihren Bodenmikroben an den Wurzeln über ihre Assimilate Energie zuschickt. Ist ja ganz klar, die brauchen was zu futtern, sonst wird dort nichts. Sie steuert es aber auch mit ihren Wurzelausscheidungen, die eben manchmal keine Kohlenhydrate sind, sondern die zum Beispiel auch die ganzen sekundären Inhaltsstoffe sind, wie zum Beispiel Terpene, Alkaloide, ätherische Öle, Saponine und was da so alles drin sein kann in so einer Pflanze. Das ist viel. Auf diesem Weg klärt die Pflanze, wie sie an die Nährstoffe rankommt. So, die Pflanze ist ein Individuum, die ist kein Objekt. Die Pflanze ist auch nicht, wie soll ich sagen, eine leere Hülle, wo wir uns darum kümmern müssen, so richtig was reinzudrücken. Wenn die Pflanze durch diverse Düngemethoden, ich liebe dann das Wort Druck befüllt, weil es so schön bildhaft ist, einfach gefüllt wird, das ist zum Beispiel üblich mit Stickstoff in diversen Salzformen oder wasserlöslichen Phosphor, Kalium, auch mit den Chloriden, mit den Nitraten und mit den Sulfaten. Wenn das also auf diese Art gemacht wird, kann man sicherlich, solange, ich sage immer dazu, solange wie es montags, mittwochs und freitags jeweils 5 mm regnet, sind 60 im Monatsdurchschnitt, wünscht sich jeder, solange wie das Wetter noch einigermaßen normal mitspielt, kann man sicherlich sogar gute Pflanzenbestände hinstellen. Leider haben sie zwei Macken. Das eine ist, es gibt Verdrängungseffekte, die auf die Qualität der Ernte gehen. Also mehr Masse statt Klasse. Und die zweite Problemzone ist, das grenzt an Azidose, wenn die Pflanze halt gefüllt wird mit Stickstoff in Salzform. So, und davon wird sie krank. So, was macht man, wenn die Pflanzen krank sind? Entweder man nimmt hin, dass es halt Ertragsverluste gibt, oder man macht irgendwas gegen die Krankheiten, mehr oder weniger wirksam, mit sehr üblen Nebenwirkungen. Jedenfalls ist das ein Weg, die Pflanze zum Objekt zu machen und ihre individuellen Leistungen zu missachten. Das macht halt die Pflanzenernährung etwas ineffizient. Deswegen haben wir viele Landwirtschaftsbetriebe kein Geld mehr. Nutzen Sie doch besser die Interaktion zwischen Pflanzen und zwischen Bodenleben als einen Faktor für Ihre Produktion. Dazu gibt es einige Voraussetzungen. Erstens, man sollte lernen wollen, das ist eine lebenslange Aufgabe, man sollte lernen wollen, das Bodenleben und seine Wirkung zu beobachten, aber auch zu messen, wie anfangs gezeigt. Man sollte lernen wollen, wie ein Pflanzenstoffwechsel funktioniert. Bei den Tieren im Hof ist es ja weitgehend geklärt. Bei dem Pflanzenstoffwechsel macht sich da relativ wenig jemand Gedanken, wie das dann nun genau funktioniert, wie die Pflanze da aus Licht und Klimagas den Zucker macht und aus Stickstoff und der Energie aus dem Zucker die Eiweiße macht. So, es gibt ein paar Grundlagen. Wenn man die kann, dann kann man beobachten und messen. So, und dann kann man nämlich auch die Interaktion zwischen den Kulturen, die auf dem Feld stehen, und dem Bodenleben einfach steuern, handhaben, managen. Warum dieser Aufwand? Lernen ist ja anstrengend. Ihr Vorteil ist eine effiziente Nährstoffaufnahme, die eben auch dann läuft, wenn Sie mal keine Zeit haben oder wenn es regnet oder wenn eine Maschine kaputt ist. Ihr Vorteil ist, dass das Wasser da bleibt, wo es hingehört, nämlich unten drin. Vermeidung von, oh, hier ist was weg. Sorry, hier ist was weg. So, wie sieht denn das nun aus, wenn Pflanzen ihre Bodenmikroben füttern? Wenn man im Mais so in zwei Wochen, so Mitte Juli, zur Blütezeit mal reingeht, vor allen Dingen, wenn es regnet, ist das besonders imposant, dann sieht man ganz deutlich an den Luftwurzeln hier diese Schleimfropfen. Gehen Sie mal rein, nehmen Sie mal die Finger, das klebt.
Das sind diese Wurzelausscheidungen, mit denen die Pflanzen ihre Bodenmikroben an den Wurzeln, das sogenannte Mikrobiom, ernährt, aber eben auch steuert. Im optimalen Fall sieht das ungefähr so aus. Man sieht unten ein dichtes Netz aus Wurzeln und aus Krümeln. In diesen Krümeln hocken ja die Bodenlebewesen, mikrobielle Art. Und das, was Sie hier unten dran sehen, das ist das ganze Bodenleben. Damit ist auch eindeutig gesagt, Bodenleben gibt es nur mit Pflanzen. Und zwar mit wachsenden Pflanzen. Da, wo die nicht sind und da, wo sie nicht wachsen, nimmt das Bodenleben ab, wegen Energiemangel. Was haben Sie davon, wenn Sie lernen, Bodenleben zu managen, wenn Sie lernen, wie die Physiologie in einer Pflanze funktioniert und wie man beides zusammenbringt? Es geht darum, dass wir nicht nur hohe Erträge, sondern vor allen Dingen beste Qualitäten ernten, denn das ist das Vermarktungsziel, das ist das beste Argument in der Vermarktung. Es geht zweitens darum, dass wir die Nährstoffe, die gedüngt werden oder die im Bodenstoffwechsel freigesetzt werden, auch unten im Boden halten, idealerweise in einer organischen Bindung. Es geht natürlich darum, dass wir das Wasser im Boden haben, das wird ja immer prekärer, dass wir die Böden leichter bearbeitbar machen. Wir haben gerade in den letzten anderthalb Tagen am Stand mehrfach die Diskussion gehabt, dass Bauern, die ewig lange sich mit irgendwelchen schweren, batzigen Böden rumgequält haben, mit vielen Überfahrten, sehr erstaunt sind, wie leicht die plötzlich fallen, wenn wir es schaffen, Bodenleben, zum Beispiel mit Pflanzen, zu ernähren. Es geht sehr deutlich darum, Krankheiten vorzubeugen. Wahre Schönheit kommt von unten, wenn wir jetzt mal das aus der Sicht der Pflanze betrachten, aus dem Boden. Es gibt krankheitsunterdrückende Eigenschaften, wenn wir das Bodenleben fit machen, indem eben die Attraktivität für Schadereger abnimmt. Unter diesen Bedingungen hat Unkraut plötzlich keine Aufgabe mehr. Der Keimreiz nimmt ab, der Unkrautdruck nimmt ab. So, und wo nichts steht, müssen wir da irgendwie was viel bekämpfen. Ich denke mal, dieser Aufwand kann abnehmen. Organisch gebundene Nährstoffe werden im Humus gebunden. Die Humusbildung ist ein angenehmer Nebeneffekt. Das ist nämlich eine Sache, die während des Anbaus, während des ganz normalen Prozesses der Kulturführung stattfindet und nicht extra außerhalb des Anbaus, außerhalb der Felder auf irgendwelchen Platten. Kann man machen, kostet aber sehr viel Zeit, Nerven und Kapital. So, diese ganzen Dinge sind nicht irgendwelche physikalischen, chemischen oder technischen Funktionen des Bodens, das sind Lebensfunktionen. Das ist nämlich Biochemie und das ist Biophysik. Und Technik ist nur ein verlängerter Arm, ein Tool, um dahin zu kommen. Das sind Lebensfunktionen. Wir haben es gerade spezifisch im Osten, haben es, Moment, falscher Knopf, mega trocken. So, es regnet einfach nicht. So, es ist nicht nur deshalb trocken, weil es nicht regnet, sondern weil das, was im Februar und im Mai an Wasser gekommen ist, gar nicht im Boden gelandet ist, gar nicht eingedrungen ist, nicht festgehalten wurde. Diese Funktion ist eine Lebensfunktion, nicht nur eine Funktion davon, dass mancher keinen Kreisregner gebaut hat. Und so zieht sich das durch alle 7 Punkte. Wie sieht es denn aus, wenn es funktioniert? Hier haben wir mal versucht, einen Pflanzenbestand mit Komposttee ein bisschen fit zu machen. Sie sehen hier 3 Bündel Getreidehalme auf einem Tisch. Oben sieht man bis ins 4. Blatt runter alles grün. Die Assimilationsfläche ist bereit, Körner zu füllen. In der Mitte sehen Sie eine ausreichende Wirkung mit reduzierter Dosierung. Und unten sehen Sie, wie das unterste Blatt sich schon verabschiedet hat, das 4. Blatt kurz davor ist, das 3. Blatt und das 2. Blatt einen ganz schönen Treffer hat. Und dementsprechend sind die Ähren hier unten ein bisschen reduziert, oben auch. So, das ist eine simple Sache. Wir haben lediglich einen Bestand vitalisiert mit einem Komposttee. Das Ganze nochmal von nahem. Hier sieht man die Blattfarbe so schön.
aber eben auch die Fülle in den Ähren. Die regenerative Landwirtschaft ist die Wiederherstellung des lebend verbauten Kohlenstoffs im Boden. Und zwar durch Humusaufbau aus atmosphärischem Klimagas. Die regenerative Landwirtschaft ist die Wiederherstellung mikrobieller Prozesse im Boden. Und zwar vor allem, indem wir die Interaktion zwischen den Kulturen, die wir draußen stehen haben, und dem Bodenleben unter ihnen lernen zu fördern. Ja, nicht zuletzt ist die regenerative Landwirtschaft die Wiederherstellung hoher Nährstoffgehalte in pflanzlichen Produkten. So, wenn es nicht funktioniert, sieht es dann mal so aus, ist unerwünscht. Im Übrigen, die Ursache ist die gleiche, einfach zu wenig Bodenleben. Moment, das gehört hier nicht rein. Wie stellen Sie denn fest, ob da was funktioniert? Indem Sie mit dem Spaten nachsehen. Deswegen hängt bei uns in dem Zelt der Spaten an der Wand. Sollte eigentlich ein Standardwerkzeug in jedem Kofferraum sein. Kontrollieren Sie die Gare im Boden. Sie sehen an der fortschreitenden Entwicklung, an dem Aufbau der Gare, ob Ihr Bodenleben mitspielt oder ob Sie es gerade beleidigt haben. Man sieht an runden Bodenkrümeln, an dem schnellen Abbau der Pflanzenreste, an der Farbe und man merkt es auch am Geruch, dass das Bodenleben arbeitet. Und wenn es nicht arbeitet, gibt es da keine Krümel, gibt es keinen Geruch und Pflanzenreste bleiben mitunter jahrelang da unten drin. Es gibt noch mehr Möglichkeiten, aber es ist mir einfach wichtig, dass die sensorischen Methoden zuerst trainiert werden durch Vergleichen Landmanns. So, welche Schritte gehören denn dazu, wenn das Bodenleben so wichtig ist, es wieder auf die Beine zu stellen? Zunächst sollte man sich über die Nährstoffe im Boden, aber auch an anderen Stellen des Betriebes einen Überblick verschaffen. Soweit es geht, sie in Gleichgewichte bringen. Das ist was anderes wie Nährstoffgehalte. Das sind nämlich Verhältnisse. Und man sollte mit Düngung so umgehen, dass Düngung den Boden belebt. Kommt gleich ein Beispiel, was gemeint ist. Also, zugeführte Nährstoffe, egal ob aus organischen oder anderen Quellen, sollten verstoffwechselt werden, in die biogene Matrix des Bodens eingebunden werden, damit das richtig funktioniert. Zweitens ist es einfach notwendig, vor allen Dingen, wenn man beginnt, Bodenleben regenerierend zu wirtschaften, den Unterboden zu betrachten und zu lockern, wo notwendig. Und wir sind der Meinung, dass es fast überall notwendig ist. 2018 hat es die großen Ertragsausfälle vor allem auch deshalb gegeben, weil die Unterbodenlockerung oft nicht funktioniert hat. Drittens, macht die Felder grün. Wenn es dermaßen wichtig ist, mit Pflanzen Bodenlebewesen zu steuern, dann müssen auch Pflanzen hingestellt werden, macht sie grün. Soweit es sich um Erntekulturen handelt, ist ja klar, nur zwischen den Erntekulturen sind Pausen und da ist oft vieles nicht grün. Viertens, sind die Felder bewachsen, muss auch irgendwann mal das grüne Zeugs da wieder weg. Wir sollten die Gründüngungen flach und locker bearbeiten, damit sie in Rotte auf der Fläche kommen. Das heißt, wieder eine Verstoffwechselung der Biomasse anzustreben. Diese Rotte sollte fermentativ gesteuert werden, damit sie nicht entgleitet. Das Gleiche gilt eben auch für Wirtschaftsdünger. Vorhin auf dem Stand waren mehrere Betriebsleiter da, die haben gefragt, ja, wie ist ja toll, was hier alles steht, wie fangen wir an? Da habe ich gefragt, Hektar, Tierbestand, Standort und so weiter. Bei den Betrieben, wo Tierbestand dabei ist, fang ich immer an, zuerst darüber nachzudenken, was macht ihr mit dem Mist? Oder mit der Gülle? Oder mit dem Kompost? Wie geht das genau? Damit wir den Wert dieser Wirtschaftsdünger erhalten, damit wir die Wirtschaftsdünger so einsetzen, dass sie bodenbelebend wirken. Das ist nämlich nicht selbstverständlich. Ja, der letzte Schritt steht nur unten, weil man ja irgendwo mal bei 1 anfängt und bei 5 aufhört. Der letzte Schritt ist nicht der letzte. Die Kulturen haben bedingt durch die Eigenschaften der Pflanzen, dass sie nicht ausreißen können, wenn es eng wird, oft auch Stress, gerade jetzt.
Und dieser Stress kostet sehr viel Ertrag. Da kommen nämlich die Ertragsschwankungen zwischen den Jahren her. Den kann man vermeiden, indem man sie vitalisiert, also belebt. Das Ziel ist, eine maximale Photosyntheseleistung hinzustellen. So, Punkt 1, Düngung zur Bodenbelebung. Dazu braucht man einfach mal eine Bodenuntersuchung. Idealerweise macht man das mit einer Methode, die ein bisschen mehr wie pH-Wert, Phosphor, Kali und Magnesium abbildet. Denn so sieht man die Nährstoffverfügbarkeit. Punkt 2. Wir sollten uns selbstverständlich damit auseinandersetzen, was machen denn Pflanzen mit der Nährstoffverfügbarkeit. Dazu gehören die klassischen Varianten oder Methoden der Pflanzenanalyse. Es gibt auch die Blattsaftanalysen. Und damit bildet man die Nährstoffaufnahme ab. Wir brauchen also beides. Nährstoffverfügbarkeit und Nährstoffaufnahme. Ja, nicht zuletzt sollte man so im Groben wissen, was dann in den Wirtschaftsdüngern drin ist, also in tierhaltenden Betrieben zum Beispiel nach Futterumstellung. Also wenn sie im Herbst von der Weide reinkommen und drinnen gefüttert wird und im Frühjahr wieder, um rauszukriegen, was mache ich denn hier eigentlich? Denn Überdüngung ist keine Sparbüchse, sondern ein Problem. Es gibt zwei Wege, Pflanzen die Nährstoffe zuzuführen. Der eine Weg ist die Düngung, der andere Weg geht eben über die Pflanzen selber, über ihr Nährstoffaufschlussvermögen, und das ist immer dann am besten, wenn die Photosynthese auf einem hohen Niveau laufen kann. So, wenn wir mit organischen Düngern umgehen, ist es notwendig, dass wir sie, wie gesagt, belebend verwenden. Dazu gehört die Ausbringung in wachsende Kulturen und nicht nur auf den unbewachsenen Acker und das tiefe Einarbeiten. Wer dann mal nachgräbt, merkt, dass man die Düngung vom Vorjahr auch noch gut wiederfinden kann. Auf die Art macht die Kultur, die da steht, mehr draus, als wenn irgendwo in den unteren Schichten die organische Düngung drin ist. Das ist nämlich wenig Bodenleben, wo man es hin befördert. Zweitens, Unterboden zu lockern. Der zweite Schritt zur Einführung einer regenerativen Bewirtschaftung heißt, dass wir flach bearbeitete Böden, die sich gelegentlich vom Unterboden entkoppeln, tatsächlich auch mal etwas tiefer bearbeiten, ohne die Schichtung durcheinander zu bringen. Das Ziel ist, maximal Feinrisse im Boden zu erzeugen, um maximal Oberfläche zu machen. Da kommt es einfach darauf an, dass wir erstens langsam fahren und zweitens vielleicht auch mit geeigneten Scharen arbeiten. Ja, und bei der Gelegenheit auch wieder mit den Pflanzenfermenten arbeiten. Das ist so eine Variante, wie man das machen kann. Hier mal eine Impression von einem Grünlandfeldtag. Und bei dem Einspritzen, hier mal mit ausgehobenem Gerät, kommt es auf eine feine Verteilung dieser Pflanzenfermente an, unten drin. Weil in dem Moment, wo der Boden sich anhebt, zieht er sich ja mit Luft voll. Zieht diesen Sprühnebel in jede Ritze. So, und der Effekt davon ist, kann man nicht beschreiben, also ist einfach nur schnell. Weil wenn wir Luft in diese Verdichtungshorizonte reinbringen, löst sich die Kalk-Eiweiß-Verbindung auf. Vor 800 Jahren beim Kirchen- und Klosterbau wurde gemauert mit Kalk und Eiweißen. So, was die damals gebaut haben, steht ja heute noch. Die Autobahnbrücken von vor 50 Jahren, die fangen langsam an zu bröseln. Sehr ärgerlich. Das ist wahrscheinlich was anderes gewesen. Also Kalk-Eiweiß-Verbindungen sind sehr hart. Aber wenn sie belüftet werden, wenn sie unter feuchten Bedingungen belüftet werden, wie es im Boden ja ist, verliert der Boden sofort die Nährstoffe wegen dem engen CN-Verhältnis da drin. Und das kann man reduzieren, indem man diese Pflanzenfermente mit einspritzt. Und damit ist der Nährstoffschub aus dem gelockerten Boden für die nächste Kultur noch verfügbar und verfliegt nicht so schnell. Das sind
zwei Aufnahmen, wie das aussehen kann. Hier, nach herkömmlicher alter Väter Sitte, oder das schönste Wappen in der Welt ist der Flug im Ackerfeld. Hier, noch nicht mal ordentlich gepflügt. Konservierend bearbeitet und gelockert. Das gleiche an einem anderen Beispiel. Ein großer Betrieb im Havelland, der hatte, um seine Leute mitzunehmen, die Felder einfach nur zur Hälfte gelockert. Hier gelockert, da ist ja klar. Sieht dann hinterher so aus, wenn ich es ausgrabe. Das ist ja logisch, wenn die Wurzelbildung dermaßen hinterherhängt, wie soll denn dann, das ist hier eine Winterzwischenfrucht, wie soll die denn dann Leistung bringen? Das ist auch mit jeder anderen Kultur genau das Gleiche. Tja, drittens, Gründüngung. Steht da nichts? Verliert der Boden das Leben? Es gibt Arbeiten, die zeigen, nach zwei Wochen geht es so richtig schön runter. Wie wollen Bodenmikroben gefüttert werden? Mit leicht umsetzbaren Kohlenhydraten und Eiweißen, also Gründüngung. Das Problem mit den Gründüngungen ist, dass wir bisher nicht auf dem Schirm hatten, wie man mit Eiweißen aus den Blättern umgeht. Seitdem dieses flache, lockere Einarbeiten mit dem Einspritzen von Pflanzenfermenten in den Betrieben etabliert ist, funktioniert es aber. Da bleiben die Eiweiße dort, wo sie hingehören, nämlich im Boden, in der organischen Substanz des Bodens, unter anderem im Humus. So, Gründüngungen sind viel mehr als Sommerzwischenfrüchte. Da hinten steht eine ganze Menge mit Sommerzwischenfrüchten, aber viel zu wenig mit Untersaaten, viel zu wenig mit Beisaaten. So, und dort ist die Reserve. Und nicht nur bei der Sommerzwischenfrucht, die, wir haben es 2018 gut genug gesehen, manche Jahre einfach nicht ihren Job machen kann. So könnte man, wir präferieren eben die Untersaaten, weil die so unterbelichtet sind. So könnte man Untersaaten einsehen, ist eine der Methoden. Das sieht dann hinterher so aus. Ist im Übrigen alles 2018, wo es so trocken war. Sieht nach der Ernte dann so aus. Der Boden ist immer noch bewachsen, immer noch lebend durchwurzelt. Man könnte es aber auch so machen, bei saugbefüllten Güllefässern den vorgeweichten Samen mit hochziehen über den Bypass. So zum Zeitpunkt des Hauptwachstums nochmal reinfahren. So, und dann liegt Düngezeitpunkt und Zeitpunkt der hohen Nährstoffaufnahme ganz eng beieinander. Super Wirkung und gleichzeitig über diese Gülleausbringung ist das Saatgut in einem Umfeld, wo es auch bei Trockenheit sicher keimt. Vierter Punkt. Wie gesagt, sind die Felder bewachsen, müssen sie irgendwann mal auch wieder schwarz werden. Wir sprechen dann gern davon, dass man die Gründüngung in Rotte bringt. Es ist im Übrigen bei der Sammlung der huminstoffbildenden Prozesse, es sind mehrere, der leistungsfähigste, weil der sich nach Fläche am besten skalieren lässt. Man kann, so groß wie der ganze Betrieb ist, über das Jahr verteilt, so wie die Ernten kommen, eine ganze Menge Gründüngung machen, sehr viel mehr als wie beispielsweise die Hofdünger, der Anfall der Hofdünger ist. Ja, die Gründüngung sollte flach und locker eingeschält werden, mit einer möglichst großen Kontaktfläche von Erde und Pflanzen, damit sich Ton-Humus-Komplexe bilden können. Das ist so eine Methode, wie man es macht. Hier sieht man ja ein Zwischenfruchtgemenge im Frühjahr, ein wintergrünes Zwischenfruchtgemenge, heißt nämlich Wintergrün, wird flach und locker eingeschält. Im Frontanbau zu der Maschine die Fermenteinspritzung. Nach einer Woche kontrolliert man mit dem Spaten sensorisch und haptisch die Krümelstruktur, die Verstoffwechselung der grünen Pflanzenmasse, den Geruch. So, und daran erkennt man, wann es soweit ist. Und dann kommt hier Mais oder Soja drauf. Oh, das nicht. Das gehört dazu. Hier ist die
Einspritzung, mal in einer anderen Maschine dargestellt, von den Milchsäuren-Rottelenkern möglichst nah an den Ort des Stoffwechsels heran. So, es entstehen dabei Wirkungen, mit denen man eigentlich gar nicht rechnet. Zum Beispiel, dass Schadinsekten im Boden durch die zunehmende Aktivität der Mikrobiologie attackiert werden. So, und den verpilzten Drahtwurm da, den habe ich mit großer Freude rausgegraben nach so einer Flächenrotte. Ein anderes Beispiel, wenn die Bestände nach diesem nährstoffestabilisierenden Prozess des Einarbeitens angebaut werden, dann hat man erstaunliche Wirkungen. Das ist nämlich ein Stresssymptom. Beide Maisbestände sind gleich angebaut worden. Der hier ist vorzeitig abgereift aufgrund von Pflanzenstress und der hat länger durchgehalten. So ist ja logisch, wo mehr Ertrag herkommt. Das sieht aber im Juli gleich aus. Das differenziert erst im September. Ein anderes Beispiel, wir gehen hier mal ein bisschen quer durch den Garten. Im Karottenanbau mitunter große Probleme mit Nematoden, wer es kennt, die haben dann hier so eine Einschnürung. Oder wachsen ein bisschen um die Ecke, weil sie der Sache aus dem Weg wachsen wollen. Wegen der feinen Bodenbearbeitung zum Möhrensehen macht man auch ziemlich viel Belüftung des Bodens. Das gibt am Anfang, wenn die Möhre noch gar nicht groß ist, einen riesen Mineralisierungsschub. Und die Folge davon ist, wo bleiben denn die Nährstoffe? Die sind flüchtig, die werden zu Nitraten abgebaut beispielsweise. Und das wiederum, Nitratbildung, fördert die Nematoden. Durch die Anwendung von Pflanzenfermenten, von Milchsäurenpflanzenfermenten bei der Bodenbearbeitung, nimmt dieser Nitrateffekt ab und damit gibt es keine Nematoden. Und deswegen sind die Möhren so schön glatt. Ja, jetzt habe ich noch eine Minute oder zwei. Der, wie gesagt, nicht letzte Punkt, einfach nur der Reihenfolge nach, ist ja das Vitalisieren der Kulturen. Wir machen das besonders gern mit Komposttee. Und dieses Vitalisieren führt dazu, dass die Photosyntheseleistung ansteigt, und zwar über das Maß hinaus, was die Pflanze selbst braucht. Was macht sie denn mit zu viel gebildeten Assimilaten? Sie speichert sie zwischen, in den Wurzeln. So, und das kommt eben den Bodenmikroben zugute. Wenn wir das überprüfen, sieht es so aus, wir nehmen das simple Refraktometer, jeder Winzer kennt das, gucken aber nicht durch einen Traubensaft, sondern eben durch einen Blattsaft. Dann sieht man mitunter, jetzt muss ich mich mal umdrehen, sieht man mitunter einen, das ist Masseprozent Zucker, eine Brechungsgrenze über 20%, das ist eine super Photosyntheseleistung. Man sieht gleichzeitig eine relativ unscharfe Brechungsgrenze, da ist also noch mehr drin wie Zucker im Saft. Demzufolge geht es der Pflanze relativ gut, sie kann viele Stoffe bilden. Wenn wir diese Vitalisierung zu den Phasen, wo die Kulturen den meisten Stress haben, also nach dem Auflaufen, kurz vor Vegetationsende, im Frühjahr zu Vegetationsbeginn und wenn Stress muss ausgeschlossen werden zur Bestockung, weil dann nämlich die Ertragsorgane angelegt werden. Wenn wir zu diesen Zeitpunkten die Kulturen vitalisieren, gibt es doch ein recht wüchsiges Gesamtbild, aber gleichzeitig ein viel späteres Raussortieren der dünnen Triebe. Hier sieht man schon ausgeschiedene dünne Triebe, kurze, mittlere, lange, ein unruhiges Bestandsbild. Hier ist alles ungefähr gleich. Außerdem sind die Blätter nicht nur grüner, sie sind auch breiter. Das ist Bodenleben regenerierender Anbau durch mehr Assimilationsleistung, eine größere Förderung für das Bodenleben. Moment. Hier wollte ich hin. Links steht Wintergerste, rechts steht Roggen, der dann irgendwann mal mit Nächster geerntet wird. Der linke Betrieb hat nach herkömmlichem Muster angebaut, mit Herbiziden beispielsweise. Es ist nicht immer alles Bio, irgendwas gemacht. Man sieht ja, dreimal musste raten, um rauszukriegen, was das ist. Dieser Betrieb ist auch konventionell, der hat aber gar keine Herbizide angewendet, weil sie nicht braucht.
Der hat nämlich vor dem Roggen ein Untersaatgras aus dem Silomaisanbau eingeschält mit Fermenten, hat den Roggen mit Untersaat dahingestellt, ist dort im Herbst und im Frühjahr mit Komposttee durchgefahren. Es war sogar Fuchsschwanz drin. Zwei Pflanzen pro Quadratmeter, so groß. So einfach ist es. Man muss ja überhaupt nicht mit irgendwelchen unglaublichen Mixen durchfahren, um eine Wirkung hinzukriegen. Man muss lediglich dem Bodenleben eine Chance geben, mitzuspielen. Moment. Ja, haben wir dem Bodenleben die Hand gereicht, es beschattet mit Pflanzen, es gefüttert mit eingearbeiteten Pflanzen, es vielleicht sogar gedüngt, bodenlebend, belebend, dann macht's, was es kann. Es lässt Wasser versickern, hier auf dieser linken Seite oder andere Seite. Ackerbau nach alter Väter Sitte macht den Boden zu einem mineralischen, unbelebten Substrat. So, und jeder, der mal an der Mörtelküste gestanden hat, weiß ja, wie das zugeht, das Zeug läuft halt. Es reichen wenige Anbauperioden, das sind 2 Anbaujahre, um einen sichtbaren, humusbildenden Effekt zu erzeugen. Hier. Das ist sogar Mais, das schlimme Zeug, Mais, aber eben regenerativ angebaut. Oder nebenan, der blasse Boden. Ja, es gibt hier auf dem Messegelände sehr viele Ideen, wie man denn Boden beleben könnte. So, wie kriegt man raus, was wirklich am besten funktioniert? Indem man zum Beispiel bei der Firma Carbazat, bei uns am Stand A12, eine Erstuntersuchung macht auf den Humusgehalt und nach 3 bis 5 Jahren eine Wiederholungsuntersuchung dann feststellt, was ist denn wirklich drin? Wer den meisten Kohlenstoff Leben verbaut, stabil im Boden speichert, hat den besten Boden, das beste bodenbelebende Anbausystem. Da brauchen wir keine ideologische Diskussion, wir brauchen ein paar Bodenproben. Wer dabei den wenigsten Sprit verheizt pro Hektar oder pro Produkteinheit, der hat das beste energiesparende System, das gehört nämlich dazu. Wer den geringsten Rückgriff auf externe Ressourcen hat, der macht den besten Ackerbau. So, und das ist die Brücke über die vielen Ideen, die hier so überall rumschwirren. Wir brauchen gar nicht die Zeit verbrauchen mit irgendwelchen Diskussionen, sondern wir müssen mal nachgucken, welche Fakten entstanden sind. So kommen wir zur Sache. Das Ganze nennt sich regenerative Landwirtschaft. Wir haben da hinten bei den beiden Herren in Grün, ungefähr so wie ich, wir haben da hinten eine Broschüre, was dieses Kooperationsprojekt regenerative Landwirtschaft ist und wo man sich informieren kann. Wir haben eine zweite Broschüre, wo drauf steht, welche Bildungsangebote wir ist in dem Fall Friedrich Wenz und meine Wenigkeit, wir anbieten. Außerdem mal zum Zeigen, wir haben von unseren Aktivitäten, von den Webinaren zum Beispiel, die Mitschnitte auf CD gebrannt, die hier zu erwerben sind. So viel an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf die Fragen. Ja, vielen Dank für Ihren Vortrag, Herr Heser. Ich habe selber von dem Thema vor 3 Monaten ungefähr zu Jahresbeginn mal gehört und seitdem immer wieder ein bisschen quer gelesen und ich finde das Ganze mega spannend. Meine Frage ist genau das, was Sie eben auch angesprochen haben. Sie wurden heute oder letzt oder gestern ja auch schon von vielen Praktikern eben gefragt, was genau kann man machen, wie fangen wir eigentlich an, wie starten wir? Und die Frage beschäftigt mich jetzt auch schon seit mehreren Wochen, was kann ich jetzt machen? Die Ernte steht jetzt bevor. Jetzt eine Zwischenfrucht zu etablieren, ich habe schon wieder Bauchschmerzen, wenn ich diese Wetterberichte für die nächsten 3 Wochen sehe, wo ich denke, das wird wahrscheinlich eh nichts. Aber wie können wir weitergehen? Wie können wir, also ich rede jetzt vom konventionellen Anbau, wie können wir quasi im Rapsanbau eine Untersaat gescheit etablieren? Machen wir das im Herbst, machen wir es im Frühjahr? Welche Komponenten nehmen wir mit welcher Aussaatstärke? Vielleicht einfach mal sowas so kurz nochmal umreißen zur Umsetzung eben. Ja, schönen Dank. Es sind ja die 5 Schritte zum Einführen der regenerativen Landwirtschaft genannt. Der erste Schritt ist, machen sich vertraut mit den Nährstoffverhältnissen im Boden, aber auch falls organische Düngung im Betrieb verwendet wird, über deren Nährstoffgehalte in dem Fall mal. Und der 5. war ja vitalisieren. Wir machen es gerne mit Komposttee. Das sind beides Dinge, die man als Kaltstart mit hinlegen kann. Bodenproben würde ich allerdings erst im Herbst ziehen, wenn die Böden wieder durchfeuchtet sind. Dann hat man ein besseres Abbild des Bodenlebens. Was Raps betrifft,
kann man sich nach dem Auflaufen über die Calciumaufnahme ein Bild machen, einfach gucken, wie die Blattadern sind, wie rund die Blättern sind. Dann möglicherweise eine Kopfkalkung für den Fall, dass da fehlen sollte. Bodenprobe ist ja hinterher. Elementarschwefel unter Fuß wäre eine Variante. Ist bodenbelebend. Im Herbst, bis dahin Komposttee zum Laufen bringen, im Herbst zweimal vitalisieren und dann müsste Raps darstellen. Zwischenfrüchte. Unter den jetzigen Bedingungen, ich gehe jetzt mal eher so östlich von der Elbe aus, ist es genauso wie im letzten Jahr. Besser, man macht es nicht. So, was man dann braucht, ist einfach ein Verdunstungsschutz. Das heißt, dieser typische flache Stoppelsturz, der ja hier nicht drin ist, aber für diese Situation noch gebraucht wird, der sollte dann dahin. Raps als solches braucht als Beisaatpartner vielleicht eine Leguminose. Wir machen das gerne mit Ackerbohnen oder mit Lupinen. Es gibt demnächst wahrscheinlich auch Zwischenfruchtmischungen, Untersaatmischungen, die für den Raps geeignet sind. So, also Düngung, Komposttee, Beisaat, Krümeldecke, das sind so die ersten Anfänge. Und ansonsten informieren. Ja, ich beschäftige mich jetzt seit einem guten halben Jahr mit dem Thema und habe so ein paar Sachen umgesetzt und habe dann so eine im Frühjahr Vitalisierungsspritzen gemacht. Also ich habe Silizium, Huminsäure, dann noch so ein Calcium. Ich weiß jetzt gar nicht im Kopf, ob es noch was war, habe ich auf meine Flächen, aufs Getreide, das erste Mal, dass ich wieder mit der Spritze über mein Getreide gefahren bin. Und dann haben wir natürlich auch Nullparzellen gelassen und haben dann sozusagen immer noch ein Mittel da mehr noch dazu getan. So, und letzten Endes habe ich aber feststellen müssen, erstmal rein optisch, obwohl ich es mir genau angeguckt habe, habe ich keinen Unterschied gesehen. Weder war das Getreide in der Wuchshöhe größer, noch waren die Blätter grüner. Vielleicht bin ich auch einfach nicht geschult, mir das anzugucken. Können Sie da was zu sagen? Es war schon mal ganz schön schlau, Nullparzellen zu lassen. Man sollte sämtliche Maßnahmen über Nullparzellen gegenkontrollieren. Es gibt physiologische Merkmale, das ist die Blattbreite. Ich lege also das Blatt, was nach einer Komposttee-Behandlung gebildet worden ist, aus der Nullparzelle und aus dem behandelten Schlag übereinander und sehe dann schon was. Oder ich lege 5 nebeneinander, klemme die mit einem Gummi auf ein Klemmbrett fest, halte einen Zollstock dran, messe die Millimeter. Da sieht man dann schon was. Ich gucke als zweites an die Halmbasis. Wenn die Physiologie der Pflanze angekurbelt worden ist, dann hat sie eine bessere Nährstoffaufnahme aus dem Boden, durch die Energieableitung in den Boden. So, und das sieht man in der Abnahme von Halmbasisproblemen. Dann gucke ich an den Wurzeln. Der Erdanhang an den Wurzeln müsste im behandelten Schlag länger sein wie in der Nullparzelle. So, und es sind erstmal mindestens 3 Merkmale, wie ich die Wirkung kontrolliere. Außerdem gibt es nach wie vor das Refraktometer und den Blattsafttest. Sie haben vorher gezeigt, die Tiefenlockerung mit dem schweren Gerät können das auch Pflanzen bewältigen, zum Beispiel die Luzerne. Okay, also Pflanzen zur Tiefenlockerung, wenn ich das richtig verstanden habe. Zum Beispiel mit Luzerne. Nein, kann sie nicht. Wenn man Luzerne ansät, hat man ungefähr 80 Pflänzchen je Quadratmeter. Wenn es gut läuft, 9 mm Wurzeldurchmesser oder 10. Das heißt, nicht mal 1% der Bodenoberfläche dieses Quadratmeters besteht aus Wurzel. Der Rest ist nämlich Erde. Zu wenig Wurzel für zu viel Erde. Deswegen macht die Luzerne das Ding nicht. Auch wenn sie tief runterkommt. Bitte gucken Sie mal hin, was links und rechts von der Luzerne-Wurzel ist. Das ist nämlich ein Knochen. In den Zwischenfrüchten gibt es tiefwurzelnde Arten, die gehören da rein. Aber die haben einfach nicht genug Zeit. Außerdem sind sie annuell. Die sind also irgendwann mal tot aufgrund des Winters. Pflanzen können aber einen gelockerten Boden, den man vielleicht technisch gelockert hat, sehr gut stabilisieren. Das sollte man auch nutzen. Und so wird's rund. Wir brauchen die Werkzeuge als verlängerte Arme. Wir brauchen aber gleichzeitig wieder die Pflanzen als Stabilisierungsfaktor. Und dann passt das.